Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Ich bin gerade am Streamen, wie ihr hier unten am Chat erkennen könnt. Wir reagieren heute auf German TikTok Cringe. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da und abonnieren nicht vergessen. Schreibt auch gerne für den Algorithmus was in die Kommentare. Ich streame ja auf Twitch, Link dazu in meiner Bio. Generell meine ganzen Links sind in meiner Bio. Und let's go! Beste Anmod ever. Das war jetzt nicht wirklich cringe. Du kannst ja nichts dafür, dass du mich nervst, doch glaube mir, das wirst du Tag und Nacht. Du hattest recht, ich bin crazy. Steh auf dein Benz mit nem Basie. Du hast mein Text sicher auf jeden Fall. Leben. Oh. Was bestellt. Es war im Angebot und kostete Geld. Die Postfrau hat's gebracht, da war ich hoch erfreut. Ich hab es ausgepackt. Alle meine. Ja, okay, das war ein bisschen cringe. Meine Freunde stinken morgens schon nach Bier. Sippe schön im Studio, bin ziemlich deformiert. Ja. 1 zu 2 und der Test, ich glaub, du hast kapiert. Hier kommt der dünne Motherfucker aus dem Block. Eure Mütter ficken ist mein Job. Die mein Postfach, Randfrage nonstop. Bruder sagt diesen Hurensöhnen, ich hab keinen Bock. Sterb ich mit 30, ich weiß nicht. Ich weiß nur dieses Kleingeld. Chat, was würdet ihr davon halten, wenn ich nur noch solche TikTok-Videos hochladen würde? 1A, oder? Bald 1 Million Follower. Doch ich halte an dir fest, doch wenn sie sagen, dass ich. Och nee, die kenne ich. Die war mal in einem Video, wo Monte auch auf German Cringe TikTok reagiert hat. Augenbrauen am Start. Ja, okay. Geben wir uns mal ihr Video. Bin ich, will dich, ja. Auch wenn's nicht leicht ist. Meinung sich beißen. Und wir mal streiten. Ja, ich kämpf um dich. Genau wie Tyson. Mhm. Bis wir zu zweien. As the seasons keep on changing. Life goes on and on. Ey, ich finde das nicht sehr, sehr wild. Sympathisch, er ist TJ Beast Boy Fan. Das war jetzt nicht cringe. Sympathisch. Wie rot du einfach bist. Nö, das Licht, Alter. Bin nur nicht rot. Stream ist anstrengend, Leute. Hey Schatzi, mach ein Mädels, es gibt zwei Arten von Männern. Bitte vermeidet beide. Hä? Was? Es gibt zwei Arten von Männern. Bitte vermeidet beide. Okay. Bekifft Autofahren, da ist noch nie was passiert. Was ist daran gefährlich mit 10 km/h? Und eingeschalteter Warnblinkanlage, so alle Türen auf, Kofferraum, 4 Kiffer im Auto, so. Aber langsam! Werden so rechts von einem Kind auf dem Kickroller über. Das sagt die doch zu mir. Also dir könnte ein bisschen Bewegung aber auch nicht schaden. Sag ich, warum? Sag sie ja, jetzt stell dir mal vor, da kommt jemand vorbei und erschießt dich. Und dann kommt die Polizei und muss auf dem Boden so eine Kreidezeichnung von deiner Leiche machen. Das ist ja dann ein Kreis. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Aber Chat, ich verstehe nicht. Wieso macht man so TikToks, wo man halt so Sachen nachspricht? Hä? Keine Ahnung. Ich frage mich immer so, yo, wie kommen die Leute auf die Idee, so TikToks zu machen? Same. Wie cringe, ja. Deswegen sind wir hier. This could be love because I've had the time of my life. Sterb. Oh, Chat, ich merke schon, wie das Cringe-Level schon wieder steigt, ey. Hä? Du kleiner, bildungsresistenter Intelligenzallergiker. Der Imperativ von sterben wird mit I gebildet. Sterbi? Wenn ich noch ein Video sehe, in dem diese bildhübschen Mädels über sich selber schreiben, oh, ich bin so hässlich. Versprochen, ne? Nächstes Mal schreibe ich einfach drunter, ach, zum Poppen reicht's. Ich hab extra mal. What the fuck? Wieso sind so viele, ich sag mal, ältere Damen, halt erwachsene Frauen auf TikTok und machen so Cringe-Videos? Was? Wieso? Sagt denn niemand, dass das nicht ganz so wild ist? Oder? Ich versteh's nicht. Meinen Freund gefragt, den Frank, ne? Ich hab was gesagt, ist mit Frank, der Menschheit los? Ja. Ich trinken, bis ich 0,8 Promille hab. Hat er gesagt, du erstmal 2 Tage gar nicht.
German TikTok Cringe Hashtag 47. Let's go. Also, ich, jeder so wie er möchte, aber manchmal, ja, egal. Man sollte nie. Ach, egal. Oh nein. Oh nein. Mein Chat hat entdeckt, dass bei diesen Kanalpunkten. Hallo! Ich stream gerade! Mann! Geh raus! Hallo! Ja. Chat, das war meine Mom. Jetzt habt ihr sie auch mal kennengelernt. Gut, wir ignorieren einfach, was passiert ist. Ich wollte gerade sagen, der Chat hat jetzt entdeckt, dass man bei meinen Kanalpunkten auch Töne in meinem Stream abspielen kann, um mich zu nerven. Bitte missbraucht's nicht. 2, 1, Ding Dong, Motherfucker! Feierabend, ihr Loser! Warte mal, kannst du noch... Kannst du mal ruhig sein, guck mal auf die Uhr, ich mach hier gar nichts mehr. Oh Gott, ganz schnell weg hier, bevor die noch irgendwas von mir wollen. Leute, vergesst bitte nicht, morgen euren Darm zu entleeren, bevor 12 Uhr. Ich meine, wer will denn die Scheiße vom letzten Jahr neue Jahr tragen? Pepper. Seitdem ich TikTok mache, habe ich festgestellt, dass es unmöglich ist, allen Menschen zu gefallen. Also habe ich beschlossen, ich gehe euch einfach auf den Sack. Digga, was sind das für Videos? Chat, was sind das für Videos? Ach, wieso machen... Ja, komm, scheiß drauf. Auf den Sack. Sie Doppelpunkt, bist du Boxer? What the fuck? Mir geht's auf den Sack. Mir geht's auf den Sack. Was draußen los ist, ist der größte Kack. Vegane Slipanlagen. Och, seit wann gibt's denn die mit Baconstreifen nicht mehr? Immer diese scheiß Limited Editions. Oh mein Gott. Chat, oh je. Allein dieser Blick, warte, die hat doch schon von Anfang an so geschaut, ne? Wahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Sprünge stiefeln sehnen sich nach Zärtlichkeit. Ich sehe dich in so einem Video. Ja, ganz bestimmt. Ich frage mich manchmal, warum man sowas postet. Same. Meine Schwester, die bei Edeka arbeitet. For you be like. Oh je. Yeah. No, die Person, die dir das hier geschickt hat, will dir nur sagen, dass du manchmal einen richtigen Knick in der Dachpappe hast, aber du trotzdem saucool bist. Ciao. Mein Sohn kam gerade ganz aufgeregt aus unserem Schlafzimmer und hat gesagt, ich habe in Mamas Kleiderschrank eine Peitsche, Handschellen und eine Maske gefunden. Ich kann es nicht glauben, sie ist ein Superheld. Ein Superheld. Ja, so cringe war das Video jetzt nicht. Sieht aus, als ob sich jemand hier auf die Fresse gelegt hätte. Die arme Sau. Ja, das Video ist eher lustig als cringe. Aber jetzt lass ich es durchlaufen, sorry, Chat. Ich kenne nicht mal Hildegard. Cringe. Hildegard? Baby, oh oh, just a little loco, like boats in Acapulco. I'm just riding the wave. Baby, oh oh, just a little. Also die in der Mitte hat ja ganz gut getanzt. Er und sie haben ja gar nichts auf die Reihe gekriegt. Beobachtet nur mal ihn. Baby, oh oh, just a little. Er hat sich einfach nur hin und her geschaukelt, ne? Und sie? Ja, bei ihr geht noch. So, das Einzige, was da jetzt halt cringe dran ist, ist, sie kann den Tanz ja ganz gut, aber die zwei haben es halt nicht gelernt, denke ich mal. Oh, ich muss pupsen, ich mach's einfach. Oh, das tat gut. Martin, heute riecht es dir aber besonders aromatisch. Der Käse ist bestimmt gut.
muss nur noch kurz nen Schnelltest machen. Danach komm ich zu dir. Ich steck mir einen langen Stab in den Rachen, damit ich keinen infizier. Ja, den Blick fühle ich auf jeden Fall. Damit ich keinen infizier. Moin, Anna. Guten Morgen, na? Hallo, guten Morgen. Digga, halt einfach deine Fresse, halt einfach deine Fresse. Digga, wieso ist das Mikrofon eigentlich so im Weg? So, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch haben die TikTok-Cringe-Videos gefallen. Mir auf jeden Fall nicht. Schaut auch gern bei meinem letzten Video vorbei. Das war ganz lustig. Da habe ich einen Franzosen in Random Duos getroffen. Nee, Random Squad, sorry. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ciao, ciao.